Willkommen zu Counter-Strike Global Offensive mit Maru und mir im Competitive-Modus. Schönen guten Tag. Hi. Gibt's nur 64 Ticks über online? Ja, anscheinend gab's Runde 128. Ah. Hast du jetzt auch nochmal was geändert oder nicht? Nee, ich hab nichts geändert. Hast du immer noch die Soundbugs? Den Soundbug habe ich nicht mehr. Ich hätte wirklich nur einmal gehabt. Ah, es sind wieder die Leute, die in die Ecke schießen kommen können, die One-Shot-Headshots machen. Ich habe jetzt nochmal F2 gedrückt, weil ich es noch nicht gemacht habe. Es bewegt ja die Hand ein bisschen nach rechts. Ein bisschen mittiger dann oder so. Oh ne, die Animation wird uns zurückgesetzt. Achso. Smoke, Außen. Nate, Rampe. Das sind zwei Smokes. Die laufen unsere Seite CT. Wo? Unten. Unten, unten. Einer im Schacht. Ordinate im Schacht sieht super. Die war für uns. Hat ihn? Ja. Wo ist der letzte Wolf? Bei irgendeiner Tür. Hinter dir. Hin. Jetzt hast du einen Kick? Nee. Liegt auch keins. Schaff ich nicht mehr, ne? Nee. Oh, ich weiß nicht, soll ich denn mein ganzes Geld für Kit plus Granate ausgeben am Anfang? Ah, drei Leute müssen, zwei oder drei Leute müssen den Kit eigentlich kaufen. Okay. Genau für sowas. Das ist ja nicht schlimm, wenn alle sterben, dann kann man wenigstens von dem anderen wieder Positionen finden. Werde ich beim nächsten Mal machen. Und sie haben keinen draußen. Ich weiß nicht, wo alle hinrennen. Ich hab drei Rampen oder so. Ich bin ja für draußen nicht geeignet. Dafür ist mein Aim gut genug. Smoke Nade wieder Rampe. Muss ich draußen down. Ja. Einer runter. Mit Bombe. Die Bombe ist außen down. Achso. Einer ist im Häuschen links nur drinne. Rechts. Also links in dem kleinen Häuschen reingerannt. Boah, Flashbang, super. Wo? Unten auf der Treppe runter. Kommt jetzt hoch. Jetzt kommt er hoch. Das Gefühl gehabt. Aufbauen, noch einer. Schön, mal den. Ab. Hat auch nur so ein Ding gehabt. Aber lustig ist, es funktioniert jetzt wieder, ne? Ja? Cool. Ja. Das ist nur die Voice. Wahrscheinlich, oder so. Ja, aber wahrscheinlich liegt es daran, dass die Valve RC, dass die ganze Zeit versucht hat, immer neu zu laden oder so. Ach so,
Das kann natürlich sein. Lass an, so ungefähr, und die andere mach aus. Lass an, mach. Ah, das kann natürlich sein. Mein Ping ist, meine FPS ist auf jeden Fall nicht so wie sonst. Ich habe sonst 80, 90, da habe ich gerade 30, Bei mir 50. ist alles wunderbar. Jetzt die Anzeige ist auch nicht mehr orange und oben Okay, links ist also auch immer. müssen wir es wohl so machen, dass man Voice anlässt und dann immer Palette. ausschaltet, oder? Ja, ganz klar. Einmal muss er nur. Oder ich mach noch so eine User-Config, wo du einfach Einfach dann. in die Valve RC da schreiben, dass es aus soll. Ja, okay. Viele Granaten, Rampe geflogen. Da außen ist diesmal nichts. Aber Rampe kommt da keiner gerusht. Wo der steht, weiß ich leider nicht. Steps, Rampe. Aber die sind, glaube ich, im Vorraum. Also der Sinn-Cure, der hat eine Rampe im Auge. Wenn er stirbt, dann ist man da. Wenn ich oben auf dem Catwalk bin, wo sollte ich mich da am besten hinstellen? Immer unterschiedlich, Hauptsache du variierst. Okay. Also, dass ich möglichst viele Eingänge im Blick habe, oder? Ja. Hauptsache nicht immer an derselben Stelle stehen. Aus dem Decoy. Okay. Rampe haben wir gebrannt. Also hat was einer durchgelaufen. Aber wisch alle. Ich weiß es nicht. Ich glaube, im Vorraum ist noch einer drin auf jeden Fall. Darf der Träger sich auch nicht. Ne, es ist eine Rampe. Und jetzt. Aber er hat mich halt dann angewischt. Okay, einer guckt Vorraum rein. Rennt jetzt auch leider im Vorraum rein. Du guckst außen, einer guckt im Halle vom Catwalk aus. Nice. Gibt es eine Regel, dass wir immer erst nach links oder erst nach rechts gucken? Wobei. Wenn jetzt soll ich bei der Rampe rauslaufe, kann man links und rechts in den Ecken sitzen. Soll ich erst nach links oder erst nach rechts gucken? Ja, eine Seite flashen und in die andere gucken oder so. Ansonsten darfst du nur einen kurzen Blick riskieren und musst dann dich umentscheiden. Okay. Links sitzen nicht mehr so oft so viele. Meistens stehen irgendwo eine Rampe. Decoy, Rampe. Ah, einer hackt, hockt hinter der Tür. Also, ja, Haus drinnen noch. Aber wir sind erwischen sie gerade. Okay, sind außen dran erwischt. Rampe ist ja durchgelaufen, welche Catwalk. Fall runter. Einer ist schon in der Lagerhalle. Bombe down Lagerhalle. Ah, du bist gut. Der ist unten, oder? Selbst auf jeden Fall. Ah, die Bombe liegt da irgendwo. Also rausgeschmissen. Glaube ich zumindest, gesehen zu haben. Alter, ist ja aufgehoben. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht.
Das sind so gut verteilt überhaupt, dass einer Catwalk geht, zwei außen und zwei Rampe? Das geht der eine außen, einer ist der Vorraum. Okay. Ach, den hätte ich auch haben können, Vorraum halt immer mal selber. Ah. Ah, scheiße. Außen war was, aber auch da. Einer Pommes, mir auch. Och, war doch richtig. War auch down. Irgendwas fallen gelassen, was ich dir aufholen soll? Seven. Raschen wieder? Ja, du raschst wieder, meine ich. Bist du schon drinnen draußen? In der Vorraum. Meine ich ja. Hinten draußen. Ne? Nice. Schrot ist sie alle weg. Letztens auch noch vor ja. 50 AP vom Vorraum. Du sollst jetzt eigentlich ein Geld schwimmen, oder? Ich habe noch. Ach ja, 9000. Da außen. Okay. Konzentrieren. Bombe außen down. Ja, ich hab zwei geholt. Ach, bist du. Oh, eigentlich hab ich da nicht geschossen. Unser Rampentyp ist schon nur jetzt komplett durchgelaufen. Dann gucke ich mal lieber nochmal zurück. Schießt der Halle rum oder was? Nee. Links rum. Kannst du was ansagen? Ich weiß noch nicht. Außen hat mich diesmal abgefangen. Okay, dann geh ich wieder runter. Vorraum zur Rampe, wenn Rampe, nicht Rampe, wenn kommen sie groß. Einfach in die. Ne, die gehen doch nach unten, glaube ich. Okay. Entweder guck Catwalk, weil sonst steht dein Mate. Guck oben auf dem Catwalk rechts. Es kann sein, dass die hinten rumgehen. Und ansonsten gehen sie. Na, unten sind auf jeden Fall.
Ja, okay. Einmal getroffen. Hätte er es verstanden, dass ich Fenster 1 gesagt habe, oder hat es ihn eher verwirrt? Ach, nur Fenster. Dann so wie Fenster 1, so wie bei McDonald's. So. So. Also gibt es solche Missverständnisse. Draußen? Wie immer, Vorraum. Okay. Komm down, komm. Okay, dann komm ich. Noch einer Vorraum. Ja. Geht jetzt in die Pommes rein. Und die Bombe mit rausgenommen. Du, der Rauch. Bei der Rampe war schon dann wahrscheinlich, oder? Außen? Oder unten? Was der letzte? Ja. Und früher konnte man immer noch hören, wo die Gegner sind, also konnte man das so gut hören. Kannst du immer noch. Ne, wenn du geflasht bist, meine ich. So, ja, wenn du geflasht bist, war einfach nur Bild weg, aber nicht tot. Ich weiß nicht, ich habe ja immer nur so zwei Kanal Stereo Headsets, da hört man das nicht so gut. Außen einer. Einer runter durch. Zwei Runden durch jetzt. Aber Bombe liegt noch oben. Links, der wird Rampe wieder hochkommen. Der Verschacht. Wo hast du ihn erwischt? Ich hab ihn erwischt, ja. Ne, wo? Außen. Okay.
This is real life. Rush, ein kleiner. Und wo lang? Pommes und Hintertür, aber ich habe komplett abgewehrt. Na gut, gesmoked außen, die sind jetzt schon unten. Sind sie jetzt, ja. Ach, da steht ja sogar eine Halle drin, die sind alle komplett dann noch durchgerannt. Und erst kalt. Aber die haben unten gelegt, oder? Ja, ja, unten immer. Ah, einer kam von hinten. Schade. Also schaffst du es denn bis zur Tür, bevor sie durchwaschen? Ja, ja. Klar, muss halt nur erst in die Pommes gucken. Pommes ist eher da. Und jetzt blocken alle. Einer anhält. Flashbang Rampe. Aber gebrannt. Bombe schon down? Wir sind immer alleine, Rampe. Außen sind jetzt auf jeden Fall drei. Ja, okay. Da runter durch. Einer ist am Fenster hinten. Ja, und der beide sind dann da. Der eine ist am Schacht. Seite halt. Schacht ist jetzt der letzte dann. Warum hat er jetzt nicht weitergeschossen? Ich glaube, wieder, der ist tot. Ah. Rampe ist clean. Außen wieder Action. Okay, geh ich auch mal. Gucken wir das Fenster. Was ist ein All Chat überhaupt? Y. Ist die Shotty so stark oder? Ja, die neue finde ich extrem. Weil die relativ schnell schießt und instant nachlädt. Sie tötet mit einem Schuss, wenn du genau triffst und gibt so viel Geld und kostet nichts und halt im Nahkampf, ne? Also gut zum Waschen, wenn du immer in Eck gehst.
Einer als. Der Headshot war brutal. Okay. Die kommen von oben alle. Okay, der ist auch erwischt worden. Einer von euch guckt nach oben Rampe. Oh. Ja. Oder so. Wo jetzt lang? Halle rein einfach. Okay. Zwei außen. Bumpe gar nichts. Jetzt war außen mir gut mitgegeben. Ich glaube oben. Unten. Also eigentlich würde ich als T immer Druck machen, dass die nicht Zeit haben, sich zu verschieben. Ich bin hinter dir. Nice. Einer hat auch einen Headshot bekommen. Ah, doch nicht. Hat sie nur sagen gehört. War mein Kopf. Okay. Er ist runter, oder? Oh, von hinten kam man. Oh, macht Vendetta, macht er dasselbe wie ich. Klar, hat mich auch gestört irgendwann. Mal irgend so ein Arschloch einfach reingerannt. Ist es schwerer, vom Rücken aus den Kopf zu treffen? Ja. Das heißt, die Schotti ist im Rücken schwach. Naja, im Rücken brauchst du den Kopf nicht treffen, tötet ja trotzdem mit einem. Ach so, okay. Soll keinen Headshot machen. Jetzt mit der Para. Hä? Das versuche ich mehr. Para. Keine Chance, okay, die Para, scheiße. Hast du ja genug erwischt, hast du noch? Ach, er war oben drauf, ne? Kommst du durch die Tür gewascht oder kommst du durch die Pommes gewascht? Ich bin außen. Nee, ich meine mit der Vendetta-Knarre.
Ben kommt durch die Tür. Okay. Ja, wo könnte ich jetzt hingehen? Dann kommt er von hinten. Lass einfach mal Halle rein jetzt. Okay. Das ist direkt vor der Tür und oben auch. Ja. Die Bombe liegt jetzt schön da vorne, ne? Ich glaube, Rampe sind die Schwächsten. Ah, aber Rampe kannst du halt auch so einfach verteidigen. AWP auf der Kiste. Immer noch AWP auf der Kiste. Nice. Außen in der Garage ist einer down. Halle ist dann Folge einer. Bombe ist unten. Bis auf den Spot unten. Unter dir direkt. Habe ich ihm Angst gemacht. Ach, nehmen wir noch eine Scholli. Nochmal Rampe rasch.
Ach, mir ist das aber toll. War der eine mal lustig. Ich mach die Tür auf und fest direkt zurück. Das war's mit diesem Match. Hat dir was gebracht, Marlin? Nö. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.